Willkommen zu Battlefield 3 Multiplayer zusammen mit Zulu. Hallo. Wieder mal Waffenmeister Altmetall. Auf Altmetall. Oder Scrap Metal Gunmaster. Hey, cool. Kill. Erster Kill. Hey. Ich war gerade am Reden. Tut mir leid, ich musste. Wo war ich? Hab's vergessen. Ich weiß es nicht. Oh Mist, man hat ihn gekriegt. Aua. Töten wir sie alle, juhu! Oh, meine Nase juckt immer noch, Solo. Mysteriös! Einer meiner Klassenkameraden hat gestern sein 99-Euro-Headset weggeschmissen, weil es ihm zu doll an den Ohren gejuckt hat. Okay, Läuse? Wahrscheinlich. Wow! Schon 93R. Ich auch. Wie kannst du nur? So. Rumlaufen, schießen, dann klappt das irgendwie. Achso, einfach rumschießen. In der Hoffnung, dass irgendwann mal ein Gegner in die Nähe kommt. Ah. Der Typ hat 4% überlebt. Das ist un. Und die Air to my face. Naja. Das ist irgendwie immer fies. Man kann die Explosionsfässer rumschubsen? Lustig. Ah. Nein, 10%. Ah. Ja, toll. Ja, ich wollte mir ja selber auch mal, oder ich möchte mir demnächst auch ein neues Headset holen, das ich dir ja empfohlen habe. Wow! Zwei Leute waren vor mir. Noch. Ja. Ja. Oh, ich schon mal jemand ist bei der Spast. Oh Gott. Das hat der bloß angestellt. Wegen der Erstvergewaltigung jetzt schon so weit. Oh, Mano, wieso hat sie sich umgedreht? Der ist gerade schön weggelaufen, so dass ich von hinter seinem Rücken war und plötzlich dreht sie sich um oder schießt mich und damit habe ich mich direkt. Ist traurig. Ja. So, jetzt bin ich endlich bei der 93R. Autsch, gespastet worden. Aber wenn du das Headset hast, solltest du mir unbedingt mal sagen, wo das ist. Weil ja. Ich will es mir ja holen, aber ich. Ja, andere Dinge sind dazwischen gekommen. Mhm. Wie zum Beispiel mein SSD. So, bei der Magnum. Über dir ist einer. Über mir, bei dir, neben mir, Banane, Hilfe! Hier oben sind ganz viele. Nein! Ich habe keinen davon erwischt. Ich auch nicht. Ich hab nur Assist bekommen. Ich hab davon erwischt. Nur Assist bekommen. Wow! Bist du bei 1% Leben überlebt? Ich bin bei der Magnum gerade noch. Boah! Ich laufe einen Gang lang, plötzlich steht da ein Typ und er Magnum mich, weil ich hatte nur noch 1% Leben. Was hätte der anderes machen können? Mhm. Mich nicht Magnum können! Aber Magnum worden. Bin immer noch bei der 93R. So, bei der PP19. Geemtart worden. Emtart schon. Ich glaube, ich habe meine Einstellung für Fraps geändert, aber es hat sich nicht positiv auf das Spiel ich hab vergessen, was ich sagen wollte. Dachte ich mir auch kurz so, was willst du mir jetzt sagen? Es hat sich nicht verbessert. Nur marginal. Es sind 2 FPS mehr. What the fuck? Ich bin jetzt bei der B90. B90 wollte ich schon sagen. B90. Ja, ja, die gute alte B90. Aua, aua. Ach, da hinten. Jemand, der auf dem Dach rumläuft und die ganze Zeit auf Leute wartet, die hochlaufen und in die Sonne blicken. Damn all the enemies. Yeah, after Magnum Kill. Da wurde jemand getötet. Er hat mir Spaß.
Da wurde jemand getötet. Er hat mir Spaß. Elsa hat es schon jemand. Wie kriegt er das hin? Suchtdesign. Du musst ein Suchtbärchen sein. Kennst du die? Suchtbärchis. Die Glücksbärchis. Kennst du die? Ja. Ich musste nur gerade auf einen Gegner schießen und mich konzentrieren. Ich weiß, du kämpfst ja auch auf der Ecke. Übrigens voll offensichtlich, also man kann dich voll sehen. Ja, ich weiß, die Gegner sind nur zu dumm, da hochzugucken. Oh Mann, viel geklaut worden. Hilfe bei Kill natürlich. Ach, ich mag die PP19. Nein! P90, die mag ich auch. P90 mit Rotpunktvisier ist super cool. Mhm. Ist schön zielgenau und hat viel Munition und hat genug Schaden raus, also. Naja, 10% pro Kugel. Ist nicht viel, aber ausreichend. Genug. Sag ich doch, ausreichend. Hier. Passt. Also nicht. Doch. Der Typ auch. Doch. Na, ich war über, im Überlegen, ob ich höflich bin. Wow. Höflich? Nee. Genau. Nee. Höflich? Das? Nee. Nee, kann ich mir nicht vorstellen. Ein Possibru. Na toll, jemand anderes holt sich den Kill. Dann bin ich extra schön hinter ihm geschlichen und jemand anderes killt ihn. Zu fein gemacht. Wir haben uns gegenseitig ausgepustet. Hör ich nicht jemand. Ich sehe aber keinen. Au, hinter mir. Da ist einer. Ha, meiner. Ich hab Selbstmord begangen. Wie das? Juhu, Spaß. 12 Service da. Autsch. Ein Dogtag. Du hast ein Dogtag bekommen? Jo, viel Spaß. Oh cool, den hab ich gekriegt. Autsch. Ich häng irgendwie ein bisschen hinten dran, glaube ich. Nimm noch bei der Spast. Wurde von einer 93R getötet. Ich bin nicht mehr bei der Spast. Ich bin bei der M-Tara. Muss mal kurz meine Raps-Einstellung gleich. Nach der Gesamtaufnahme machen. Mhm. Der Typ lebt immer noch. Oh, jemand anders hat ihn mir gestohlen. Der hatte 7%! 7%! Ich bin jetzt bei der AUG. Autsch, das war so knapp. Ich musste nachladen. Das Nachladen dauert bei der MK3 ewig. Ja. Drei Typen standen im Rücken zu mir. Ich konnte den nicht anschießen. Aus. Die hat umgeht worden. Hey, ich hab die Typen gemessert.
Aber leider wurde keine Waffenstufe runtergesetzt, weil ich ihn nicht mit einer Animation gemessert habe. Was? Zwei Leute kamen auch plötzlich auf mich zu. Der Typ ist jetzt bei der M320. Wow! Der Typ hat gerade einen Spaß-Double-Kill gemacht. Der spaßt. Autsch! Hinter dir! Der freut sich jetzt. Du kommst mit gegengelaufen, auf dich und auf mich wird geballert und du reagierst nicht. Es sind schon zwei Leute auf diesem Granatwerfer, also im 320 Ding. Ah, da kam mir voll in die Fresse gelaufen. Autsch. 4%! 4%! Das ist mal das Nervigste, was du haben kannst. Immer dieses kleine Fünkchen Leben, was noch in ihm steckte. Ach, das M-Tal ist so awesome. Autsch. Ich hab gerade die Messnudel gehört. Der hat mich, glaube ich, gerade erschossen. Ich glaube, die Entwickler. Weißt du, was ich glaube? Die Entwickler haben den Leuten im Gunmaster extra Rotpunkte gegeben, damit man sich schön gegenseitig nerven kann. Ja. Danke, ich war gerade am Nachladen. Gerne geschehen. Ich dachte, ich sei gerade beim Sniper gewesen. Gesniped worden. Jetzt hab ich. Was für eine Waffe? Keine Ahnung, was ist für eine Waffe? Ich hab eine Waffe. Wir sind immer noch bei den Granatdings. Granatwerfer. Jetzt sind drei Leute sogar da. Es wird so wie das Match davor, wo sie auch keinen gekillt haben. Mann, 2% Leben. Der Granaten. Dieser Rotpunkt wurde eingebaut, um Leute zu erschrecken. War das erst mein erster Kill mit der Waffe? Oder bin ich jetzt beim Sniper-Ding? Oh, jemand hat ein Messer gekriegt. Schade. Hab ich auch gedacht. Nasenrotz. Ja, ja, der gute alte Nasenrotz. Wir kennen ihn alle. Ich hab schon einen Reflex für die M-Tar. Ich muss mal die M-Tar freischalten. Boah, der Himmel sieht gerade draußen geil aus. Ui. Ich kann es nicht sehen. Tja, Kellerkind. Stimmt doch gar nicht. Tja. Pff, 13 Minuten. Was muss ich noch anstellen, um die M-Tar zu kriegen? Vielleicht kurz nachgucken. Noch. Ein Kill mit dem EOD-Bot machen und 48 Kills mit Karabinern. Sehr schön. Also Pionier spielen. Mhm. Tja, sollte ich mal mit anfangen irgendwann. Juhu, nochmal Altmetall. Die Rückrunde. Ich hab den ersten Kill gemacht. Ja? Ich hab den zweiten Kill gemacht. Cheater! Ich wurde vom dritten Typen gekillt. Hey, ich bin der weiteste. Ich bin in einem Feind drin gespawnt, so. Der ist so einen Millimeter vor mir gespawnt, der sagt.
Hab ich den von hinten erschossen, da kam noch ein Typ um die Ecke auf mich zugerannt, der mich auch noch weggeht. Dann kam noch so ein Sniper, der hat mich gekillt und jetzt bin ich bei der tollen Waffe hier. Das ist doch gut. Und man hat mir meinen Kill geklaut. Schon wieder. Ja. Ein 96er Assist. Das ist frustrierend. Ja. Ich hasse mein Leben. Uah. Cool, mir sind gerade zwei Leute in die Fresse gelaufen. In die Fresse, das heißt, du hast die aufgegessen. Oh ja. Oh, lecker. US-Soldaten. Leibspezialität. Erinnert mich voll an das. Ich glaube, das Bild kennst du gar nicht. Ich glaube, ich sollte aufhören, darüber zu reden, weil das kennt, glaube ich, gar keiner. Kennst du Otto von Schirach? Wen? Otto von Schirach? Nein. Okay. Funk hat, als er betrunken war, halt seine Lieblingskünstler empfohlen. Und dabei war halt auch Otto von Schirach. Der soll der Künstler der unrhythmischen Musik sein. Heißt ein geisteskranker Freak. Hä, wo ist der Typ hin? Nein, er soll Musik unrhythmisch machen, also nicht mit Takt oder sowas. Jedes seiner Stücke hat einen Takt oder so und, naja, auf jeden Fall hat eins seiner Bilder zu seinem Stück oder wie auch immer, ein sehr komisches Bild und hat einen sehr komischen Titel, oder einen sehr komischen Musik, da hast du irgendwie so einen Affenmenschen oder so, die ganze Zeit auf die Brust schlagen hören und machen hören. Ich habe den Typen getötet, der dich getötet hat. Mhm. Auf jeden Fall war das merkwürdig, der hat immer auf die Brust geschlagen und gemacht und das war ein Lied von ihm. Auf jeden Fall war das Bild dazu sehr merkwürdig, das war so ein Typ, der hatte so eine aufgerissene Brust. Mhm, lecker. Und jetzt habe ich vergessen, warum ich dir das erzählt habe. Irgendwas hast du gesagt und das hat mich daran erinnert. Ja. Spur zurück, Leute, hört es euch nochmal an. Ich einfach nach dem Lied. Godsperm oder so. Also Godsperm von Otto von Schirach heißt das Lied. Mhm, okay. Hör ich mir gleich auch mal an. Komisch, dass ich mir Sachen merken kann, die absolut total unwichtig sind, aber Sachen, die wichtig sind, mir fällt gerade nichts ein, die kann ich mir nicht merken. Dang it! Die Magnum hat zu, verdammt nochmal zu wenig Munition. Ja. Du bist bei PP19, oder? Ja. LOL, zwei Leute kommen plötzlich die Treppe hoch. Zwei Leute schießen schneller als einer. You don't say. Der Satz war ungefähr wie, nachts ist es kälter als draußen oder so. Ich weiß gerade nicht, wie der genau nochmal ging, aber das ist genau das Gleiche, weißt du? Nachts ist es kälter wie draußen oder so. Das ist so ein dämlicher Spruch. Nachts ist kälter als draußen. Nein, die sagen so noch wie draußen, also nicht als, sondern wie. Also dieses, das Dämlichste, was du machen kannst. Was hat Projekt nochmal gemacht? Der hat ja noch was Dummeres. Als wie wenn. Ja, als auch, wie wenn wir dann auch gegangen sind. Auch schön ist mal dieses wo man. Also, anstatt als sagen ganz viele Leute irgendwie wo man. Egal. Ich muss mich schon wieder kratzen, das ist schrecklich. P90. Autsch. 7%. Aua. Diesmal ist ausnahmsweise mal nicht einer viel weiter als alle anderen.
Ja. Nein, woher kam der Spaßtyp? Das war lustig, das passte voll. Komm, also die Waffe passte zu seiner Art. Das war so göttlich. Deswegen gibt es ja das ja auch, die Spaß. Man Spaß sagen kann. Ey, du Spaß. Das hat sich bestimmt der Typ, der die Waffe erfunden hat, bestimmt dabei gedacht. Ja, ich baue eine Waffe ein, die sich anhört wie Spast. Und dann sagt jeder das und. Und alle werden Spast sagen und. Das ist so cool. Sagen alle Spast und ich habe das Game vertaut. Hui. Bestimmt existiert die Spast gar nicht. Es war einfach nur irgendwie, keine Ahnung. Counter-Strike jemand, der die Waffe reingemoddet hat. Und die Menschen glauben jetzt dran. Mhm. Autsch. Bin jetzt bei der Spaß. Oder die Spaß ist wieder eine russische Erfindung. Mhm. Die gibt's eigentlich gar nicht. Haben die Russen erfunden. Hä? Der Typ. Ich hab Selbstmord begangen schon wieder. Ich mache jedes Mal mit dieser MK3A1 jedes Mal Selbstmord. Und MC so, wie kann man damit Selbstmord machen? Na, wenn du dich alleine Wand stellst oder zu nah einem Gegner bist. Dann tötet man sich damit selber. Oh, ich habe Magazinerweiterung bekommen. Und jeder Autsch. Klaut meine fucking Kills. Ja, Entschuldigung, dass ich den Kill geklaut habe. Diesmal warst du es nicht. Doch, das war ich. Ich bin dir entgegengelaufen gerade in dem Moment. Du warst in diesem Gang? Ja. Ich bin entgegengelaufen. So. ACWR. ACWR. Ich möchte mal wissen, was die Waffen. Was die Waffen, oder warum die Waffen so heißen, so rumformuliert. Weil die haben ja alle nicht ohne Grund diese Abkürzung. Och, bei manchen bin ich mir da nicht so sicher. Ich bin gerade von dem Turm da oben, von dem riesigen langen Gang, bin ich runtergesprungen und habe kein Leben verloren. Camper. Drei Kills gerade nacheinander gemacht. Nein, ich bin gerade am Nachladen, Typ. Ich hätte nicht nachladen sollen. Hey, das ist die beste Camping-Position meines Lebens. Hier kann man hin. Interessant. Ja. Aber man kann dich ganz leicht erreichen. Ja, trotzdem. Man kann da hin. Ja. Ich habe auch noch Rächer bekommen, weil du von dem Typen getötet wurdest. Ich wurde nicht davon getötet. Ich war hinter dir gerade in dem Moment, als du in dieser Position... Nee, vorher. Noch wesentlich vorher, als du unten in Dalle warst. Okay. Oh, ein Teammitglied. Schieß dir immer deinen Teammitglieder in den Rücken. Das erhöht dein persönliches Verhältnis zu ihnen. Ich hab wieder so einen Kack-Camper getötet. Aua, nicht blenden. Waffe hast du gerade? Hä? Wo wurde ich getötet? Ach, da oben hockte wieder ein Camper. Ich hab gerade die Augen. Mhm. War doch gerade jemand.
Also, eigentlich soll ja die Augen total ungenau sein, ich merke das nicht. Die soll ungenau sein? Ja, aufgrund ihres Designs. Soll ich jetzt wieder angeben, dass ich Ahnung habe von dem, was ich weiß? Dass du Ahnung hast von dem, was du weißt. Leuchtet ein! Ja, okay, also ich meine das halt so, die... die Augen zum Beispiel hat das Bullet Pub Design. Dass das Magazin halt hinten im Griff ist. Dass die halt hinten drin ist. Und dadurch hat dieses komische Bullet Pub Design. Wodurch es halt hinten so ein bisschen diese komische Form hat. Wie so ein Dreieck. Ein großes Dreieck ist. So, das nennt sich Bullet Pub Design und macht die Waffe sehr ungenau. Sorgt aber dafür, dass die Waffe halt viel Munition haben kann. So, euch merkt nicht, dass sie ungenau ist. Deswegen. Oh Mann, war das knapp. Ich bin jetzt bei irgendeinem komischen Sniper. Das ja? Ich auch. Also diesem Fake-Sniper, der ein Sniper visiert, aber kein Sniper ist. Das ist Elsat. Ich glaube, das ist Elsat, ja. Das ist, glaube ich, eine Versorgerwaffe eigentlich, ne? Ja. Das ist ein Heavy. Hä? Der Typ ist verschwunden. Der Typ ist verschwunden. Der Typ springt auf mich zu und ist weg. Autsch. Au. Oha, der eine ist jetzt bei den Granaten. Jetzt fliegen hier gleich wieder über Granaten rum. ...23 FPS, der eben an der Stelle Bumpfeuer gehabt. Ich hab noch 94 von 100 Schuss. Und ich lade nach, wenn ein Gegner kommt. Ich mag das nicht. Ach, das glaube ich dir. Ne, eigentlich liebe ich ja. Aua. Der Sniper hat mich gesniped. Ich hätte auch nicht nachladen sollen. I know that feeling, bro. Aber ich hab immer dieses... Ich muss volle Munition haben. Warum läuft ein Sniper vor meinen Füßen lang? Because of penis. Das war lustig. Der Sniper ist vor mir lang gelaufen. Na toll. Boah. Ich hab schon längst gedrückt, aber der Server hat gerade für mich in dem Moment geleckt. Sozusagen. Der hat gerade in dem Moment nicht geleckt, oh, das freut mich. Ja, das war. Ach, köstlich. Das war so göttlich. Wenn das Spiel mal nicht leckt, ja, ja, I know that feeling. LOL. Hat Level 17 erreicht, jetzt muss er nur noch messern. Okay. Das ging schnell. Schade, ich war schon beim JMG. Oder nee, bei dem davor. Dang it. Schon wieder drei Sachen freigeschaltet. Mhm. Ja. Irgendwie interessant jedes Mal. Lass mal jetzt auf eine große Map gehen im nächsten Video, damit wir noch ein paar extra Punkte für XP-Wochenende bekommen. Genau. Weil es läuft momentan XP-Wochenende für die Leute, die das Video jetzt irgendwann später schauen. Ui. Tschüss. Und dann jetzt im Battlefield einläufen und dann denken das, okay, egal. Tschüss. Tschüss.